Ist jetzt auch daher und gängern Sie uns vor die Polizei, das ist wichtig. Ja, holen Sie es aber ein bisschen schnell, ich habe nicht so viel Zeit. Sicher nicht rein. Sie haben vor Jahren mir auf die Zähne getrommelt, ja, wie deppert. Genau. Wie deppert. Das ist ja schon 20 Jahre. Schon ja, langsam. Eben. Das ist ja fürchterlich mit Ihnen. Und gesagt, ich soll zu einem anderen Zahnarzt gehen. Und wenn ich zu einem anderen... Gehen Sie zu einem anderen Zahnarzt. Dann machen die das Gleiche, was Sie gemacht haben. Ja. Eben, und wozu soll ich dann was anderes machen? Hier ist der Grüß Gott, bitte. Ja, Grüß Gott, der Rädl. Ich habe Ihnen vorige Woche ein paar E-Mails geschickt. Wir brauchen über die Sache nicht reden. Mein Themenbereich ist eine ganz klare Geschichte, was sich dort in dieser Ordination an zwei Tagen abgespielt hat. Nein. Und diese Bereiche, Beweise, die ich brauche, zulassen oder nicht zulassen. Die Situation, die sich dort ergeben hat in der Ordination Kias, ja, die ist nur entstanden, weil es vorher unglaubliche Leistenbruchverletzungen gegeben hat, wirklich unglaublich, und wie die dokumentiert, das hat dahin geführt und unglaubliche Zahnbehandlungen, unter anderem von der Zahnärztin Schwarz in Gmunden. Ja, aus Herr Redl, darf ich da noch was sagen? Da gibt es natürlich dann Möglichkeiten, dass man diese Verletzungen, also diese Sachen getrennt oder separat verfolgt, aber da hast du nicht, also da kann ich nicht jetzt sagen, in einem Verfahren, wo es um eine Verwaltungsübertretung geht, dass das dort Platz findet. Die drei haben überhaupt nichts gesagt. Die kennen alle Beweismittel von ob ich es verwende oder nicht verwenden kann, das müssen sie mir natürlich zu entscheiden lassen, weil sonst machen wir Sinn mehr Arbeit. Beschwerdestaatsanwaltschaft Wels. Da, genau in diesem Schreiben sind die Beilagen, ich habe es dann eben in Klammer angeführt, Beilage Doppelpunkt, dreimal, Schlussbericht da Wagner. Da kommt Bezirksanwaltschaft Ladung und so. Genau. Ladung für 12. März 2002 ist eine Beilage, Moment. Führerscheinverfahren, ja. BH Gmunden, dann SPÖ Bezirksgeschäftsführer Gmunden, ja. Das ist richtig. Und dann ein Tonbandprotokoll eines Gesprächs mit Frau Gessert vom 30. Genau. April 2004. Ja. In diesen... Augenblick, Moment einmal. Ja. Und dann noch ein Schlussbericht eines Krankenhauses. Und was wollen Sie mit diesen Unterlagen? Ja, wie gesagt, wollen Sie wieder haben, oder? Nein, noch einmal. Diese Unterlagen, von denen Sie sprechen, nein. Das habe ich aufgestöbert, die liegen aber im elektronisch sozusagen im Abteilung des Kollegen Kirisitz. Die habe ich nicht. Nein, mehr. Das sind ja meine Unterlagen, die brauche ich ja nicht mehr. Ja, gut, das haben wir mal geklärt. Diese Unterlagen sind in der Abteilung PR7. Ich konnte sie mir elektronisch aufrufen, aber die Papierstücke habe ich nicht. Ja, gut, wie gesagt, jetzt, was wollen Sie jetzt konkret haben? Ich habe Ihnen ganz konkret mitgeteilt, Ihrer Abteilung, deren Nachfolge Sie sind, im Jahr 2000, es hat eine Führerscheindrohung stattgefunden und nunmehr... Die Androhung des Führerscheindrohungs. Genau, aus dem Schreiben vom 2. Mai 2000. Da habe ich Ihnen genau das mitgeteilt, wo ich Ihnen jetzt die Unterlagen geschickt habe, dass das in einer unglaublichen Art und Weise durchgezogen wurde, diese Drohung, mit einer Verhaftungslüge. Eine äußerste Straftat schon darstellt, wenn hier Führerscheinentnahmen angedroht werden und mit Verhaftungslügen dann durchgezogen werden. Nein, also Sie brauchen an sich sich keine Gedanken machen über meine Pflichten, das mache ich schon selber. Naja, aber wenn wir schon dabei sind, ich habe Ihnen jetzt konkrete Beweismittel vorgelegt, eine wirklich konkret extreme, starke Straftat, schwere Straftat. Wenn Sie die zur Kenntnis genommen haben jetzt, müssten Sie eigentlich von sich aus entsprechende Schritte einleiten, und zwar gegen, erstens gegen die Exekutivorgane, das heißt erstens eigentlich gegen die betroffenen Ärzte, die diese Sache angedroht haben, zweitens in die Wege geleitet haben, das Ganze ist ja vom Amtsarzt Teuschl ausgegangen, und zweitens, wie gesagt, gegen die Exekutivorgane, die das Ganze mit Waffengewalt konkret durchgezogen haben. Denn das ist ja unglaublich. Es wird ein Führerscheinverfahren angedroht, weil man unbefundete Unfallverletzungen vorbringt, gegen einen Gemeindearzt, gegen einen oberösterreichischen, und dann, wie gesagt, ich habe es ja nebenbei
erwähnt, die haben gedacht, das gibt es ja gar nicht, die machen da irgendeine Drohung, die sowieso nicht ernst ist. Und die führen das durch mit Waffengewalt, 2 Jahre später in der Gebietskrankenkasse, als unbefundete Unfallverletzungen vorgebracht werden, wird diese Drohung, die ich Ihnen, wie gesagt, mitgeteilt habe, wird die mit Waffengewalt durchgezogen. Ah, Herr Magistrat, noch einmal, Sie haben ja in dem Schreiben selber erwähnt seinerzeit, dass Sie diese Vorkommnisse auch bei der Staatsanwaltschaft Wels zur Anzeige gebracht haben. Das wäre der dritte Punkt an Sie, wo Sie ganz konkret betroffen sind. Wels, ich habe natürlich alles angezeigt. Ich habe die Verhaftung angezeigt. Es hat sogar eine zweite Verhaftung stattgefunden, weil das so anscheinend so toll geklappt hat. Ob mich der Zahnarzt Haas 2 Tage vor dem Außenputz verhaften lassen, damit ich, und zwar ein Jahr später, im Sommer 2003, damit ich meinen Außenputz nicht durchführen kann. Ich habe den tatsächlich absagen müssen. Als er abgesagt wurde, kommt den Hass seiner Kollegen reingeschrieben, das war ein Missverständnis. Sogar der Volksanwalt Stadler hat das als rechtswidrig hingestellt. Aber es hat überhaupt keine irgendwie rechtlichen Folgen, strafrechtlichen Folgen gegen die Veranlasser, gegen die Verursacher, gegen die Auftraggeber, ganz konkret, Zahnarzt Hass und Amtsarzt Teuschel, hat es keinerlei rechtliche Konsequenzen gegeben. Ich habe das alles bei der Staatsanwaltschaft Wels vorgebracht. Naja, nur grundsätzlich, wie gesagt, das Justizministerium ist keine Strafverfolgungsbehörde, Nummer 1. Nummer 2 wurde... Es ist eine Beschwerde gegen die Staatsanwaltschaft. Lassen Sie mich bitte ausreden. Das Vorgehen der Staatsanwaltschaft Wels ist nach meinen Unterlagen, die ich hier habe, ja aufsichtsbehördlich geprüft worden. Werte Sachen, die ich nicht brauche. Ich habe gesagt, ich muss mir das ganz genau anschauen. Und dann habe ich gesagt, und Sie müssen an mir zubilligen, dass ich, wenn ich das Verfahren führe, dann sagen kann, den Beweismittel lasse ich zu, den Antrag oder nicht. Ja, gut. Verstehen Sie mich? Das ist das Letzte, was ich möchte, dass ich jemanden benachteilige. Ja, also, das möchte ich in keinster Weise. Wissen Sie, und darum haben wir ja mündliche Verhandlungen, wo man dann alle... Wann ist die ungefähr? Wann in etwa wird das sein, so circa? Weil ich habe jetzt dann irgendwann einmal im Sommer Urlaubsplanung und ich habe relativ große, aufwendige Fälle und ich werde schauen, dass ich das zeitnah erledige, aber ich kann Ihnen das nicht versprechen. Weil wenn ich Ihnen sage, jetzt in 2 Monaten mache ich es und dann sind es in 3 Monaten... Okay.